mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Fliehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Ah, hab ich schon gedacht. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Stories gehört, in denen Runner sich ins Net-Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Und das wäre? Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Aha. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Ja gut, ne? Also, so kann man natürlich sich... Wollte das zu Ende bringen, oder was? Komm, wir hauen ab. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen. Um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Einen Moment. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alts Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Ja, Emotionen gab's da echt eine Menge. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhand's Engramm ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Blackwall. Nur wenige waren je auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Das spielt keine Rolle. Naja, ist ja klar. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Was für ein Psychotrip hier, ey. Was ist los? Da ist eine Tür. Alt! Johnny. Okay. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Alt? Was war das denn? Äh,
Hinweis. Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Blackwall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engram-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Mhm. Was wollten die Voodoos für das Konstrukt haben? Was erwartest du von mir? Ich verstehe. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Hat er gerade gesagt. Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Okay. Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Das ist gerade sehr konstruktiv. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Okay. Ja. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny, beschimpf nicht gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Naja, okay. Du hast also überlebt. Ja. Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Wir wollten Silverhands Konstrukt. Es war Pech, dass du zufällig involviert wurdest. Also fandet ihr es okay, mich zu verarschen? Macht ihr das immer so?
sollte ich Alt erzählen. Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Natürlich. Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Die anderen Ragnons kamen dazu nie. Aber ich werd's auskosten. Das reicht. Alt kann dich in ihrem Reich beschützen. Aber nicht hier. Ich brauch's nicht. Ich brauch ihre Hilfe nicht für euch. Was jetzt? Das ist ja richtig dumm. Das ist ja richtig dumm, was ich hier mache, oder? Ist das eine richtig gute Idee? Ich finde die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Diese Pisser. Ich bin schon jetzt am Sack. Gibt's eine geile Knarre hier? Was hat die denn so? Legit. So, was haben wir denn da? Hier auch noch was Liedernes. Wo? Moment. Ich muss looten. So. Verbindung fehlgeschlagen. Alter, die mit so einem Scheißknarren. Anupume! Aber Kaka gefunden und Abateil! So. Und bitte einmal aufstehen. Komm, steh hoch. Und noch. So. Wie kann die noch was sagen, wenn die Kopfkürze ist? Wir sammeln mal alles ein. Das wollte ich doch schon die ganze Zeit machen. Eine Säcke. Ich hier richtig. Ich bin hier nicht richtig, ne? Gut, bevor ich jetzt da rausgehe, schaue ich mich hier mal um. Kann ich nichts machen? Hier gibt's nichts mehr zu tun? Sekunde! Ich komme! Wer hat denn hier noch? Nein. Er konnte die Wasser. Moment. Ach, da muss ich auch noch laden. Scheiße. So, wir sammeln eben auf die Sachen hier. Hier liegt immer irgendwo. Ah, da. Gut. Moment. Die gehen ja so nach und nach vor jetzt. Die
Die steht irgendwie dahinter. Moment. C'est du qui guérison. Ja, so viel Munition habe ich aber auch nicht mehr, ne? Ich muss nochmal den hier zücken. Gefruchtet. Ey, was ist das denn für einer? Was ist das denn für einer? Oh, Placid. Au. Ich den denn nicht? Was, der wächst da recht aus? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Willst du mich verarschen? Ey, Leute. Muss man so machen. So, nochmal in Deckung. Und dann. Scheiße, Dreck. Verdammt. Das mit dem Medikit-Dings war jetzt kacke. Verdammt, wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich das nicht zwischendurch nehmen? So ein Mist. Ich spur mal vor. Ich habe keinen Bock, das jetzt hier alles nochmal zu zeigen. Auch ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Aber muss ich wohl. Aber nicht deinetwegen. Also fandet ihr... Ich hab noch ne... Die anderen Ragnon... Das reicht. Ja, ich hab da Bock drauf. Ich brauch ihre Hilfe nicht für euch. Moment. Oh, Moment. Wo ist denn der Rest? Wo sind denn die anderen? Ich muss mal hier ins Wasser springen, glaube ich. Hallo. Noch jemand? Weg da, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Junge, ihr müsst.
ist jetzt mal Schluss hier. Okay. Da ist auch noch einer hier. So. Okay, da kann ich nichts machen. Feindkontakt bestätigt. Ja, ja. Ey, was, was? Die muss ich auf. Da ist er schon. Okay, pass auf. Holy crap. Da konnte er einmal voll durchladen. Woanders krieg ich den nicht. So. Vorbei, Junge. Oh, ich muss mal weg. So. Und los geht's. Und tschüss. So, dann ich hab mal den. Was hat der Schönes? Neue Zugangskarte. Hallo. Haben wir jetzt alles hier? Ah, dann nehme ich das Gewehr hier noch. Ja, da liegt immer noch einer. Gut. Ich denke, ist ein bisschen vorgerückt. Run, Ketnu! Ja. Freunde, genau. So geht das. Da hoch, wo geht's hier noch rein? Moment. Was haben wir hier noch? Wünsche. So, und tschüss. Street Cred erhöht. Das war's. Ach, hör doch auf. Ah, fuck. Scheiße, was ist denn jetzt los? Schwanger bin ich wohl kaum. Schwanger bin ich wohl kaum. Aha. Kann nicht so schlimm sein, wenn du noch Witze machst. Oh, fuck! Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Arasaka, Scheiße, bla. Mikoshi zerstören.
Du verwandelst dich echt in mich. Tja, toll ist anders. Du bist manipulativ, egoistisch, zynisch. Immer, wenn du den Mund aufmachst, verfluchst du irgendwen. Ich glaube, wir kommen schon klar, wenn's sein muss. Solltest anfangen, mir mehr zu vertrauen. Mhm. Du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verlust eine Atombombe hochgejagt. Ich war auf Mikoshi aus, wollte es zerstören. Hab Saka genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Können wir jetzt gehen? Du bist auch ein Killer. Fakt. Geht's dir um das Ausmaß? Ja. Fakt ist, ich habe einen Irren in meinem Kopf. Ein Irrer im Kopf eines Heuchlers. Na gut. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende, das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, ja. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Naja, zumindest habe ich ein Exempel statuiert. Nur mal, damit wir uns hier nicht alles gefallen lassen. Ne? Also, verarschen kann ich mich selber. Die wird uns umbringen und Karma is a bitch. Sag ich dir nur. So. Takamura. Ist jetzt unsere Aufgabe. Und ansonsten sind wir soweit durch hier schon. Ich würde sagen, wir können uns jetzt einmal mit Takamura treffen und danach sind erstmal ein paar Nebenmissionen angesagt, würde ich mal sagen. Aber vorher, Moment, ich habe hier gerade gesehen. Wir gucken mal, dass wir das hier ein bisschen hochbekommen. Technische Fähigkeiten. Warum mache ich die jetzt auf 8? Weil wir die vorhin auf 8 hätten haben müssen. Vorhin vor allem. Ist ja schon mal her. Das letzte Mal, wo wir die Tür nicht aufgekriegt haben und so. Tech, was haben wir jetzt hier? Das habe ich. Flugbahn von Querschlägern. Ist mir eigentlich scheißegal. Du kannst nur und jetzt 50%. Und Explosionsschaden finde ich auch gut, wenn das ein bisschen geringer ist. So. Alles klar. Gut, wir müssen ungefähr 2 Kilometer in die Richtung. Ich schau mal kurz, hier ist da irgendwo Transport, oder? Nee. Doch. Direkt in der Kapelle. Ich muss wieder zurück. Wunderbar. Come on. Ach, guck mal. Athletik steigt auch mal ein bisschen. Wunderbar. Wir müssen uns halt mehr bewegen, würde ich sagen. Ne? Da will ich hin. Oh, dann gehen wir mal hier zur Jig-Jig Street. Da waren wir ja auch schon mal. Was haben wir jetzt eigentlich an Geld? Gar nichts. Hat uns ja kein Geld gebracht, oder? Oder wie? 8-3. Hä? Habe ich schon wieder einen Aufstieg? Ach so, Athletic. Ja, stimmt. Da habe ich einen gerade gemacht. Da gucken wir mal hier bei Klingen. Guck mal, die Klingen haben wir doch gerade so schön benutzt. Erhöht das Angriffstempo mit der Klingenwaffe. Und
Bluten. Defensive. 75%. Mhm. Das nehmen wir hier.